Ich glaube, wir verbringen noch etwas Zeit hier im Wirbelsturm. Entschuldigung. So. Weiter geht's. Oh ja, wir müssen nochmal durch das elektrische Feld, ne? Ja, ist okay. Das macht gar nicht so viel Schaden. Gift macht mehr Schaden. Schmerzhafterweise. Ah ne, falsche Person, Entschuldigung. Ultima! Ah, schon wieder auf der Treppe. Immer auf der Treppe. Genau auf der. Keine anderen. Nur die. Stirb. Es ist tot. Und hoch. Hallo, Türen. Nichts. Selber, da ist nichts drin. Gar nichts. Nein! Oh, ich hätte Ultima zaubern sollen, ne? Zu spät. Aua. Hier, friss Ultima. Alle lieben Ultima. Und? Nichts. Oh nö. Ach, im Hinterhalt, toll. Könnt ihr nicht woanders spielen? Oh oh. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay, Mikro. Aua. Oh oh. Oh, guck mal. Ultima. Party. Ich glaube, Naira muss gleich mal wieder heilen. Ach, bring dich doch nicht selbst um. Was bist du denn für einer? Tür. Nichts. Das ist traurig. Hat sich gelohnt, zurückzulaufen. Wuhu. Voll gelohnt. Ich liebe diese Tür.
Oh, wäre was drin gewesen, hätte ich mich auch geärgert. Wenn ich nicht hingegangen wäre, denn... Nein, Mikro! Du hast schon wieder kein Mana. Banamana. Ja, du kriegst ja schon Mana. Ist okay. Oh no, ich hab fast kein Äther mehr. Das ist schlecht. Wir müssen neues Äther kaufen gehen. Nach dem Wirbelsturm. Danach. Klingt das gut? Ja, ne? Finde ich auch. Jetzt Zeit, dass du zum Endboss kommst. Yep, bin dabei, bin auf dem Weg. Ist ja nur noch die eine Treppe. Ellie. Weiter geht's. Nein. Ich habe die Treppe schon gesehen. Ich habe sie gerochen. Ultima. Es ist tot. Nein. Noch normale Potions. 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 Potion, ja. Voll geheilt. Schnell speichern. Nö, ich will das jetzt nicht. Nö. Ich will zum Endboss. Geflohen. Hey, was geht? Ist der Imperator? Oh. Ihr möget die Drachen wieder erweckt und diesen Ort erreicht haben. Nichtsdestotrotz seid ihr lediglich Ungeziefer, die Mühen euch zu zerquetschen nicht wert. Die faule Sau. Ultima! Hier, deine Minions sind kacke. Glückwunsch, meine Herrschaften, aber es geht noch weiter. Wow, einer mehr. Ich krieg Angst. Wie mir scheint, muss es mehr gewesen sein als eine Reihe glücklicher Zufälle, die euch bis zu mir brachten. Fühlt euch geehrt, denn ihr werdet durch meine Hand sterben. Niemals! Och nö, so ein blöder Holzgolem.
Erstmal der Holzgolem. Hinein. Ist der Imperator eigentlich so fancy gekleidet? Ah, oh, er ist weg. Ich glaube, nichts anderes im Karneval zu laden. Aha. Ja, gut, das ist doof. Autsch. Ultima! No. Oh, er hat sich gebufft. Ich bekomme Angst. Der war schon gammelig, oder? Also die Standard-Holz-Golems, die, vor denen habe ich mehr Respekt. Niemals! Ich werde niemals sterben! Ich weiß nicht, du siehst ziemlich tot aus. Es steht auch erstaunlich leicht. Oh Gott. Es ist vorbei. Der Krieg ist zu Ende. Niemals. Wir haben Blob noch nicht gefunden. Lasst uns heimkehren nach Finn, wo alle auf uns warten. Wie gesagt, nach eigener Aussage ist er unsterblich. Ach so. Ah, 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 ah. So meintest du das. Ah. Dank eures Mutes und eurer Tatkräftigkeit konnten wir den Imperator bezwingen. Wir? Ey, da geht's zu gut, oder? Was für ein Wir? Das war ich! Die Welt kann aufatmen und wieder Hoffnung schöpfen. Die Dunkelheit weicht dem Licht und eine Ära des Friedens beginnt. Randama, Naira, Mikrofilm und Richard. Ich danke euch von ganzem Herzen. Nie sollen eure mutigen Taten in Vergessenheit geraten. Von Generation zu Generation werden sie überliefert werden. Und nun lasst uns feiern. Viele sind gekommen, um einen Blick auf unsere neuen Helden zu werfen. Ernsthaft, was ist mit Blub? Weiß ich, durfte Blub extra benennen. Kein Blub. Hey, cool, ich tanze mit ran. Aber wo sind Mikro und Richard? Bestimmt was essen. Hey, ran, ich wusste gar nicht, dass du tanzen kannst. Oh, Party vorbei. Majestät, eine Katastrophe! Der Dunkelritter Blub! Nein, er hat sich selbst zum Imperator ernannt! Blub, du Sau! Er hat bereits Anspruch auf Palmekia erhoben und ist als neues Imperium ausgerufen. Nein, Blub! Du bist mein Bruder, tu das nicht! Seine Truppen marschieren Richtung Finn und zerstören und töten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Oh, er ist tot. Oh, wie? Sorry, wollte nicht spoilern. Du kennst nicht mal das Spiel gerade. Unmöglich. Blub. Nein, Blub. Wie kannst du es das antun?
bin vergiftet. Blob ist der Dunkelritter? Ich dachte, er sei euer Freund, der Bruder von Naira. Ja, also ich schlag mich dann auf die Seite von Blob, ne? Viel Spaß. Ich werde zu ihm gehen und ihn zur Vernunft bringen. Der böse Zauber des Imperators verwirrt ihm sicherlich noch die Sinne. Sollte er sich zum Imperator ernannt haben, wird er im Palast Palmekia sein. Wo ist denn das? Der Palast Palmekia ist eine Festung umringt von hohen Bergen. Zu Fuß unerreichbar. Ich hab gehört, ich hab einen Drachen. Blob ist nicht mal da, um alles mitzubekommen. Nein, Blob! Er wollte doch unbedingt wissen, wo er ist. Ich gehe jetzt erstmal pennen und einkaufen. Habe ich mir verdient. Blob, der wahre Endboss. No! So, nachdem wir dann Blob niedergemacht haben, ernennt sich Mikrofilm zum neuen Imperator. Punkt. Genau so und nicht anders. 1400, ihr solche Wucherpreise, ey. Okay, ich wollte einkaufen, ne? Shopping. Hallo. Ach komm, ich nehme ein paar Goldnadeln, kann nicht schaden. Du da. Muss shoppen. Oh. War shoppen. Habe ich zu viel Geld? Nee, oder? Ich doch nicht. Mensch. Okay. Ich speichere mal. Versuche nochmal den Drachen zu rufen. Das hieß zu Fuß unerreichbar. Was soll ich sonst machen? Der Spiegel ist kaputt. Toll. Ungünstig. Weißt du, der Drache hat mir jetzt einmal geholfen und das war's? So voll öde. Ich hab Richard noch im Team, jo. Okay. Ich frag mal den Freund der Prinzessin. Seinen Namen vergessen. Ey, yo, du da. Du. Blub. Er ist dein älterer Bruder, Naira. Bist du bereit, gegen ihn zu kämpfen? Dies ist unser Kampf und wir werden ihn beenden. Dann sei tapfer und kommt lebend wieder zurück. Palmekia, eine uneinnehmbare Festung. Mir zu Ohren? Mir kam zu Ohren, dass es Paul gelungen ist, sie zu infiltrieren. Paul! Guter alter Freund. Guter alter Paul. Dann gehen wir doch mal Paul besuchen. So. Wer ist denn der Opa da unten? Hey, Paul. Kaum haben wir den Imperator besiegt, gibt's auch schon einen neuen. Und? Was ist jetzt? Hä? Oh, der Opa ist Sid. Der Wirbelsturm hatte es in sich. Kurz vor Balum hat er mich vom Himmel geholt. Aua, ich bin ein einziges Wrack. Darf ich ein Luftschiff haben? Sid in Ordnung? Könnte kaum schlimmer sein, aber dank meiner
gekonnten Manöver ist das Luftschiff noch heil. Könnt's haben, wenn ihr wollt. Hey, aber nur geliehen. Und wehe, ich wende nachher auch nur einen Kratzer. Sid? Sid, Sid! Sid! Darf ich das Luftschiff jetzt behalten? Ich frag nur. Das war sein letzter Wunsch. Er ist fort. Hat endlich seine Ruhe gefunden. Er wusste, dass er bald geholt würde und wollte euch sein Luftschiff vermachen, sein Ein und Alles. Er liebte sein Schiff mehr als alles andere. Versteht es als Kompliment und behandelt das Schiff mit dem nötigen Respekt. Ich habe mir damals einen Gleitsegler gebastelt und bin auf der Turmspitze gelandet. Ihr müsst den Luftweg nehmen. Vielleicht ist es an der Zeit, Sids letztes Geschenk zu benutzen. Wir sterben alle. Du bist Final Fantasy 3, dann will er es wieder haben. Ah, okay, sure. Kein Problem. Wenn ich es bis dahin nicht kaputt gemacht habe. Das ist ein Stückchen, Dü. Das ist ein Stückchen. So, wo war das? Da. Ah, wird mir angezeigt. Gott sei Dank. Ja, dann holen wir uns doch mal unser Luftschiff ab. Mit dem Boot. Ultima! So, mal gucken, wie stark Blob ist. Ich bin gespannt.